Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tap Tap Infinity. Ein Tag idle lassen, lasst mal gucken, was wir haben. Wen wundert's eigentlich? Plus 33 Gold und 8 Infinity Tokens, weil ich halt nicht auf Pause gedrückt hatte. Das ist das, was ich euch in der letzten Folge gesagt habe, was ultra praktisch eigentlich ist. Aber man auch komplett anders sehen kann. Oh, dann kaufen wir hier erstmal ein paar Level. So, Chumpy 1000. Holen wir nochmal Todd auf 1000. Was hat der gedroppt? 9 Tokens und ein Valor Point. Und Tomo auf 970. Haben wir nicht weiter gekriegt, aber dafür lassen wir ja jetzt wieder dann später einen Tag idlen. Und ja, müssen wir mal gucken, wo wir dann ankommen, ne? Wir machen aber auf jeden Fall die Folge noch voll. Mit irgendeinem Kappes? Keine Ahnung. Also wir haben 56 Tokens. Ich schätze mal, wenn wir das jetzt ausreizen, dass wir jeden Tag ein bisschen idlen. Also einen Tag idlen. Was waren 6, 9 Tokens, ne? Schon nicht wenig. Aber wie gesagt, einen Tag idlen lassen. Und wir sagen, gut, wir machen jetzt noch 4 Mal, also 4 Tage idlen. 4 Mal hier Level kaufen und gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht haben wir dann so um die 100 Tokens. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Je nach, ob wir hier ein Geschenk kriegen und vielleicht sogar das Richtige auswählen noch. Dann müssen wir mal gucken. Das ist ja das Verrückte. Man weiß es nie, ne? Oh, die ist. Oh, wir haben da gerade einen Valor Point bekommen von. Oh, Moment, jetzt kriegen wir erstmal ein Geschenk. Ich nehme in der Mitte diesmal. Ach, schade. Rechts oder links hätte ich genommen. Aber na gut, ich habe 2 Ranks bekommen. Ein Erfolg damit freigeschaltet. Und bald haben wir sogar den nächsten Rank-Spell freigeschaltet. Okay. Wie war denn das jetzt eigentlich hier nochmal mit dem Aufwerten? Upgrade 100. Ah, brauchen wir 100 Infinity Tokens, ne? Für ein Upgrade. Na okay, da kommen wir so langsam hin, dass wir dann irgendwann auch mal 100 haben. Aber das werde ich da nicht machen. Ich werde da trotzdem erstmal das weiter höher machen. Weil ich denke mal, das mir wichtiger ist. Ach ja, ich wollte ja wegen den Valor Point gucken, was wir gerade bekommen haben. Von wem? Sera haben wir, oder Sierra oder wie auch immer, haben wir bekommen, glaube ich. Ja. So, der Lurch. Den schaffen wir auch noch, super. Ich denke mal, den schaffen wir noch und einen vielleicht noch. Und dann wird es wieder eng. Oh, auch ein Valor Point. Also das mit den Valor Points ist momentan echt gut. Die fallen ja wie, weiß ich nicht, Regen vom Himmel. In Massen also. Ansonsten, was bleibt uns hier sonst übrig, als jetzt wieder zu warten und hier ein bisschen Geld zu machen? Und ich denke mal, da ist das auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich dann sage, ich nehme halt einmal in der Woche auf, bringe eine Folge pro Woche raus und in der Woche idle ich für mich selber weiter, gebe die Tokens, die ich gesammelt habe, natürlich nicht aus, nur im Video mit euch zusammen, dann seht ihr, was ich verbessere, was ich kaufe, wie die Helden irgendwann mal mit den Valor Points liegen. Und ich denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, ansonsten. Was haben wir hier so? 2 haben wir bisher immer noch. Ah, ein Geschenk. Wo ist die Frage jetzt? Wir hatten rechts und links letztens. Einen gehen wir nochmal in der Mitte. Ja, 10 Infinity Tokens. So muss das laufen. 75. Hohohoho. Nice, ich lasse auf jeden Fall noch ordentlich weiter idlen. Oh, den schaffen wir auch noch, glaube ich, gerade so. Hier, kann man das hier machen. Bam. Ist ein bisschen besser geworden. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Vorsprung.
Der ist gar nicht verkehrt, der Skill. Vor allen Dingen unterbricht er auch nicht unsere Idle-Zeit, sage ich jetzt mal, ne? Master Meld, du bist besiegt. Keine Tokens gedroppt und nicht mal ein Valor Point. Ah, der Geizkerl. Oh, jetzt habe ich einmal gedrückt. Ups. Egal. Kriegen wir wieder hin. So. 186. Wenn ich jetzt sage, 3 bis 4 Mal idlen lassen, das gleiche machen wie jetzt. Gute Frage. Es könnte sein, dass wir vielleicht 250 schaffen. Vielleicht sogar 300, aber glaube ich eher nicht dran. Ich glaube eher mehr dann an 250. Schon wieder ein Geschenk. Diesmal würde ich sagen, da. Oh, 2 Ranks, okay. Nice. Das war besser als das Gold, definitiv. Jetzt sind wir schon mal 93. Hier brauchen wir noch 7 Ranks. So muss das laufen. Ich habe wohl eine Glückssträhne wieder, wenn die Geschenke öffnen. Also die letzten Male waren ja katastrophal. Da wollte ich immer die Tokens haben und habe entweder nur Gold bekommen oder irgend so ein Valor Point oder so. Ich meine mal, Valor Point ist ja auch in Ordnung, aber Gold? Hm. Naja, okay. Oh, ich bin gleich bei 190. Den schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir können trotzdem dann da auf Idlen gehen, dass wir dann da in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin habe ich dann wahrscheinlich wieder genug Gold für Tomo und vielleicht sogar für Sparks auf Level 1000. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und dann sehen wir mal weiter. Du, der Zombo. Seht ihr, der rote Balken, der ist einfach viel zu schnell im Gegensatz zum grünen. Da fehlt uns einfach purer Schaden. Ja, klar. Dann gehen wir mal wieder auf 189 und bleiben auch da. Und derzeit, ich weiß, es wird nicht weitergeführt, aber ich kann hier mal gucken in der Zeit hier. Also wir haben momentan plus 40% Chance auf Tokens Mehrheit und 10% Chance, dass Tokens gedroppt werden. Hier werden auch noch Valor Point, bräuchten wir aber nicht, aber das kostet mittlerweile schon so viel. Da machen 75 auch eigentlich nicht viel aus, oder? 33 und 46. Alter Schwede. So, ansonsten, was haben wir hier? Gold, 9. Das könnte man im Endeffekt mal erhöhen. Und, Alter, das ist so heftig, ne? Ein Monster jetzt weniger kostet 125. na gut, hier weniger Leben pro Boss könnte man machen, dann geht das noch ein bisschen schneller. DPS-Upgrade hier, dieses grüne hier. Würde gehen, weil das ist noch nicht teuer. 15, da könnte man im Endeffekt auch mal den Schaden höher machen. Wäre auch eine Möglichkeit, was wir dann machen. Ansonsten, das natürlich ist immer gerne gesehen. Das wäre natürlich auch super hier, ne? Das war nicht auf Level 5 anfangen, sondern auf 6, aber kostet auch schon 34. Ist auch noch nicht wenig. Ansonsten wäre noch echt super die Leiste hier höher. Die ist halt komplett für Gold da. Was den Run vielleicht auch schneller machen würde, ja. So, dann lass mal hier wieder zurück. Ja. Oh, wir können ja schon mal aus Spaß deshalb hier Spark schon mal ein paar 100 Level verpassen. 800 kann der sogar nur. Ah, okay, wir können hier noch 10er Level kaufen. Gut, plus 31 für den nächsten dann. Auf 900. Okay. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich noch in der Folge. Macht die Folge jetzt auch ein bisschen kürzer, die nächste auch und die übernächste. Weil, wie gesagt, es ist halt im Endeffekt, ich idle jetzt einen Tag. Lock mich ein, mache eine Folge und werde dann halt
Moment, Sparks einmal 10 Level kaufen, so. Und werde dann halt im Endeffekt wieder idle lassen und wieder einloggen, Gold ausgeben für die Helden und das gleiche immer wieder. Ist natürlich nicht sonderlich spannend. Deswegen hatte ich mich ja auch entschieden, dann wie gesagt einmal pro Woche zu machen. Derzeit kann ich idlen, kann ich mir was ansammeln, auch was anderes noch ansammeln, je nachdem was es ist. Und kann das dann in einer schönen 15- bis 20-minütigen Folge präsentieren. Dachte ich mir so. Wir brauchen hier bei den Ranks schon 1,92b. Letztens war das doch gerade mal 900 Millionen, oder? Heftig. Schon fast das Doppelte. Das ist über das Doppelte sogar. Na gut, ansonsten... Das werde ich, wie gesagt, dann auch für mich selber mal durchgehen. Was ich mache, mache ich. Was ich so nicht mache, wie zum Beispiel, 1000 Bosse töten oder so, das werden wir dann, denke ich, wir mal gemeinsam machen. Außer halt sowas Klick-Dings, ne? Dass wir das da haben, hier, da klicke einmal, 14 Mal in der Sekunde zum Beispiel, sowas. Sowas werde ich dann selber machen mit einem Klicker, Autoklicker. Und ja. Na gut, anscheinend kommen wir hier nicht weiter wirklich. Wir haben 75 Tokens, wir haben ein paar in dieser Folge gemacht. Es war nicht viel, ich weiß. Wir sind bald bei plus 30 an Schaden sogar schon gekommen. Was richtig cool ist irgendwie. Wir können hier mal... Ah ne, okay. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Erstmal, wie gesagt, es wird halt ein bisschen kürzer, weil, was wollen wir jetzt hier noch machen, ein paar Minuten? Es bringt ja nichts, es kommt kein Geschenk mehr. Zumindest glaube ich das nicht, die kommen ja immer irgendwie am Anfang der Folge. Und, naja, es bringt halt auch uns jetzt hier nichts, einfach nichts zu machen, weil wir halt jetzt ein Level Turbo gekauft haben und das war's. Jetzt müssen wir wieder warten. Deswegen würde ich sagen, beende ich die Folge und wir sehen uns... Dann, also für mich halt morgen wieder, für euch dann halt, wann die nächste Folge kommt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.